Ja, wir haben das letzte Mal diesen HTML-Editor Blue Griffin kennengelernt, Blue Griffon. Und ich zeige dir in diesem Video, wie man mit diesem Editor eine Navigation erstellt. Das ist in einer Tabelle und verschiedene Einstellungen. Und weil das da etwas kompliziert ist und ich Schritt für Schritt das vorzeige, habe ich gedacht, mache ich ein Video dazu, dann könnt ihr das immer anhalten und das nachvollziehen und in eurem Tempo arbeiten. Ich brauche dazu zuerst, ihr wisst mittlerweile, wie das geht, im Ordner, in dem wir arbeiten. Bei mir ist das hier, mache ich einen neuen Ordner und der soll heißen 5. In diesen Ordner speichern wir alle Dateien, die zu dieser Website gehören. Und ihr wisst auch, dass wir einen Ordner für die erstellen. Dann haben wir da schön Ordnung. Ja, die Struktur ist gesetzt. Ich öffne Blue Griffon. Hier. Vergrößere auf Vollbild. Und ich zeige euch zuerst noch zwei, drei Einstellungen. Die sind jetzt nicht so wichtig, aber das letzte Mal haben wir gesehen, dass einige Meldungen aufgetaucht sind. Deshalb zeige ich das auch da. Unter Extras, Einstellungen, kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Unter anderem ist das hier, soviel ich weiß. Standardmäßig ist, glaube ich, hier ein Haken gesetzt, HTML-Kommentare anzeigen. Den könnt ihr rausnehmen, weil letztes Mal sind dabei einige solche Kommentare aufgetaucht und das ist dann ein bisschen verwirrend. Und wenn euch das stört, die Sicherheitskopie, ich habe die da auch rausgenommen, da macht er immer automatisch eine Datei. Und irgendwo. Das kann ich hier noch zeigen. Wenn ihr unter Erweitert seid, könnt ihr die externe Browsereinstellung zurücksetzen. Und ich zeige euch nachher, wie man das neu konfiguriert. Jetzt ist also dieser Blue Griffin geöffnet und wir machen dieses Mal etwas anderes. Wir lassen einen Assistenten laufen. Ihr klickt also auf Neu Assistent im Dateimenü. Das könnt ihr bestätigen. Das ist die neueste Version von HTML. Das ist HTML5. Und hier könnt ihr direkt eingeben. Wir haben auch das letzte Mal das gemacht. Home, gerader Strich mit Alt-GR7. Sonnensystem. Der Autor wird offenbar automatisch eingefügt. Die Beschreibung ist jetzt nicht so wichtig, Stichwort ist auch nicht wichtig, das kann man da je nachdem ergänzen. Sprache, wenn wir das schon haben, wählen wir das aus. Deutsch, Schweiz, ist jetzt auch nicht so wichtig. Unicode, das ist wichtig, das ist standardmäßig korrekt. Weiter. Und jetzt kann man hier, ihr seht, ich habe es schon mal verändert, benutzerdefinierte Farben verwenden. Das ist ja normal. Und das letzte Mal habt ihr schon gesehen, auch bei der Prüfung, wenn man das standardmäßig lässt, sieht es manchmal etwas blöd aus, wenn man einen dunklen Hintergrund hat und besuchte Links sind dann so dunkelviolett, das passt nicht so ganz. Und deshalb sage ich mir, ja, ich wähle das aus, ich wähle da, ich habe da schon mal etwas experimentiert, man kann irgendwie, nehmen wir da irgendein dunkles Blau für den Hintergrund, für das Sonnensystem. Und vielleicht Text, seht ihr, habe ich da so etwas ausgewählt. Links könnt ihr irgendwie ein Dunkelgelb nehmen. Aktive Links zeige ich nachher, was das ist. Und wenn ihr besuchte Links nicht extra hervorheben wollt, nehmt ihr da auch die gleiche Farbe wie für Links. Wenn wir nachher eine Navigation machen, sieht das besser aus, wenn diese beiden Farben gleich sind. Unterstreichung brauchen wir nicht, weil wir zeigen, sollte dann klar sein, was ist ein Link und was nicht.
Okay, das können wir als Grundeinstellungen auch für weitere Seiten übernehmen. Weiter brauchen wir nicht. Und hier entfernen wir diesen Haken. Jetzt geht eine Seite auf und die hat diese Einstellungen. Wenn ich jetzt hier schreibe, seht ihr, ist es automatisch mit der entsprechenden Farbe gesetzt. Und wenn ihr da den Quelltext anschaut, seht ihr, hat es hier so diese Doppelpunkte. Das sind so CSS-Anweisungen, das müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber diese Farben hier haben wir definiert. Ist ein bisschen ja, eine Zusatzinfo, die da abgelegt ist, und das ist halt das Angenehme, wenn wir das mit diesem Editor schreiben, ist das direkt schön hier aufgeführt. Ja, und jetzt möchten wir oben, wir möchten verschiedene Seiten erstellen und wir möchten innerhalb dieser Seiten eine sogenannte Navigation haben. Also das heißt, wir möchten immer dem Benutzer der Seite anbieten, dass er sich orientieren kann, und meistens ist eben hier oben oder auch auf der Seite ist die Navigation. Wie machen wir das? Hier gibt es ein Menü, das heißt Tabelle einfügen, oder ich kann das auch via dieses Menü, spielt keine Rolle. Ich mache das mal so. Und wir machen vier Seiten. Jetzt gibt es eine Tabelle. Und ihr seht, wenn ich da schreibe, verändert sich das automatisch. Ich möchte immer an dieser Position, links oben geht es zur Homepage. Und hier geht es mal Erdet. Und machen wir so. So. Ihr seht, das passt sich immer automatisch an die Breite an. Erde und Mond. Es geht mir jetzt nur mal um die Navigation. Wenn ihr das so habt, verschiebt sich das, wie gesagt, immer auf die Breite, die halt benötigt wird. Und wir möchten das nicht. Wir möchten eigentlich, dass das immer gleich viel Platz wegnimmt. Und deshalb können wir hier rechtsklicken, Tabelleneigenschaften. Wir, seht ihr, jetzt ist die ganze Tabelle ausgewählt, aber ich möchte das für eine Zeile vornehmen. Und hier kann man auswählen, Prozent. Ich möchte gerne, dass das immer 75% der ganzen Breite einnimmt. Jetzt seht ihr, jetzt verstellt es da, wenn ich nochmals Tabelleneigenschaften wähle, Zelle, nimmt es da, also jetzt muss ich hier eine Hintergrundfarbe wählen, sonst nimmt es mir irgendwie wieder diese Standardfarbe. Nehmen wir da, damit wir es auseinanderhalten können, vielleicht ein etwas helleres Blau. Und jetzt machen wir das für alle weiteren Felder ebenfalls. Tabelleneigenschaften, Zelle, 25%, Hintergrundfarbe, wie hier. Hier auch. Tabelleneigenschaften, 25%, Hintergrundfarbe, zuletzt gewählte Farbe. Und hier auch noch. Bin nicht sicher, ob man das für alle einstellen kann. So funktioniert es auf alle Fälle. So, jetzt haben wir dieses Menü und wir kopieren das nachher. Also das müssen wir nur einmal tun. Und wenn ihr jetzt einfach, jetzt sieht man noch die Tabelle und ich möchte das eigentlich nicht. Und ich kann bei den Tabelleneigenschaften einstellen, ihr seht, hier ist der Rahmen noch auf 1 und wenn ich den auf 0 stelle, dann sieht man den nachher nicht. Und so weit, so gut. Ich speichere mal diese Seite. Ihr wisst, wie das geht. Ort auswählen. Das ist diese Datei, das ist die Startseite. Ich sage der Index. Und damit ist meine Homepage erstellt.
Wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch dieses Vorschau im Browser definieren. Ihr seht, hier kommt File und das funktioniert nicht. Und man kann hier einstellen, durchsuchen. Und dann wählt man diese PC aus, die Festplatte, die Programme x86. Das Programm ist von Microsoft. Es ist Edge, der Browser, Application, MS Edge. So. Hier könnt ihr Auswahl da speichern. Link öffnen. Und jetzt geht automatisch da diese Seite raus. Das ist unsere Homepage. Das ist schon mal okay. Ihr seht, hier ist nachher unsere Navigation. Wir haben das so eingestellt, 25%. Das heißt, das passt sich jetzt immer an bis zu einer gewissen Größe. Seht ihr, bis es nicht mehr geht. Aber das ist immerhin schon etwas. Man könnte das auch noch besser machen für Mobile, aber nicht mit den Mitteln, die uns da bisher zur Verfügung stehen. Ich mache hier noch eine System wäre meine Homepage. Ihr wisst, wie das geht. Hier Überschrift 1. Und ich hole mir noch etwas Text aus dem Internet. Entschuldigung. Ich kopiere das. Und jetzt ist wichtig, wenn ihr das einsetzt, dass ihr hier rechtsklickt und das einfügt ohne Formatierung. Das heißt, dass wenn ihr so einfügt, dann seht ihr, übernimmt es das alles aus dem Internet. Und das will ich nicht. Ich will ja das selber machen. Und deshalb sage ich Ctrl-Z. Einfügen ohne Formatierung. Wenn ihr im Quelltext schaut, ist das genau das, was wir gelernt haben. Macht es da perfekt. Mit Ctrl-S speichern und hier mit F5 überprüfen. Das ist der erste Teil und ich möchte nun hier das ergänzen, so dass ich auf weitere Seiten verlinken kann. Wie geht das? Ich mache mir die ganze Arbeit nicht nochmals, sondern ich wechsle an meinen Ort. Und kopiere diese Seite. Ich zeige es einmal vor, ihr müsst nachher den Rest selber machen. Ich nehme die erste Seite, die soll heißen Sonne.html. Ihr seht, wir haben zwei Seiten, die Startseite und die Sonne-Seite. Ich wechsle hier wieder in Bluebrief von und öffne diese zweite Seite. Logischerweise sieht die im Moment genau gleich aus und ich kann sie gar nicht auseinanderhalten, außer ich schaue hier oben. Seht ihr, jetzt bin ich bei Sonne.html und hier bin ich bei der Startseite. Damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können, ändere ich hier mal die Inhalte. Wieder nehme ich hier den Text von der Webseite, kopieren. Das brauche ich nicht mehr, das ersetze ich, einfügen ohne Formatierung. So. Jetzt bin ich auf der zweiten Seite, ich kann die zwischenspeichern, aber ich erreiche diese Seite noch nicht. Deshalb sage ich von der ersten Seite, auf der ersten Seite, das ist meine Home-Seite, ich möchte gerne auf die Sonne-Seite. Ich markiere das. Link einfügen. Geht auch per Rechtsklick. Ziel auswählen. Es ist die Seite Sonne. URL ist relativ. Beratender Titel ist dieses Textfeld, das eingeblendet wird. Okay. Ich bin auf der Indexseite auf der Homepage und ich gehe zur Sonne. Umgekehrt gehe ich auf der Sonnenseite zurück zur Homepage. Link einfügen, Ziel auswählen,
Relativ. Schauen wir, ob es funktioniert. Ctrl S. Die Seite speichern. Beide Seiten speichern. Seht, hier ist ein Link aufgetaucht und das sollte auch auf der zweiten Seite sein. Ihr seht, wenn ich da drauf fahre, gibt es einen Link. Ich bin jetzt auf der Sonne, hier kommt dieser Visited-Link. Ihr seht, was passiert, wenn ich drauf drücke, hat es wieder eine andere Farbe. Jetzt bin ich bei Home. Das sind diese Farben, die jetzt da aber nicht so toll sind. Wenn ich draufklicke, wird es aktiviert. Jetzt bin ich da bei Home. Jetzt machen wir doch noch das etwas schöner. Wir wechseln wieder hier auf die Startseite. Und wir möchten dem Benutzer sagen, hey, jetzt bist du wirklich auf der Homepage. Und zu diesem Zweck kann man wieder Tabelleneigenschaften und das Feld hier, die Zelle, etwas hervorheben. Also wir nehmen jetzt da, ja, vielleicht so ein helles Blau, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt auf der Homepage. Und dasselbe machen wir auch hier auf der zweiten Seite. Jetzt bin ich auf dem Sonnenfeld, Rechtsklick, Tabelleneigenschaften und wieder Zelle auswählen. Hintergrundfarbe und wir nehmen wieder die zuletzt gewählte Farbe. Irgendwie wechselt es da immer zurück. Und jetzt das wieder speichern und schauen, ob es funktioniert. Seite aktualisieren. Jetzt bin ich auf der Sonnenseite. Der Benutzer weiß, es ist die Sonne. Und jetzt klickt er hier und jetzt hier hat es noch nicht gespeichert. Jetzt ist er hier. Hier auf der Seite, hier auf der Seite. Der Benutzer weiß dann immer, wo er ist. Jetzt gefällt mir diese Sonne, also dieser Visited-Link noch nicht so gut. Offenbar hat es da etwas nicht übernommen. Aber wir können sagen, das können wir als letztes noch verändern, indem wir im Quelltext anschauen, was ist da die Farbe. Link aktiv und Link visited und wir nehmen da mal diese Farbe hier und wir nehmen überall dieselbe. Und jetzt habe ich etwas nachgelesen, es hat nämlich etwas nicht funktioniert. Offenbar gibt es da neue Einstellungen seit letztem Jahr, also wir müssen da etwas geringfügig abändern. Und zwar müssen wir hier tippen A, Active, A, Visited. Hier können wir einfach A schreiben. Warum ist das so? Das A bezieht sich auf die Links, wenn wir einen Link einfügen, ihr seht, hier irgendwo. Das ist ein Link, das A, das stammt von daher. Und ich schaue mal rasch, hier habe ich das auch gemacht. Ihr seht, hier oben muss es auch so sein. Also beim obersten A sehe ich, sind keine Punkte. Korrigiere das hier. A, visited. Ah, das habe ich schon. Okay, jetzt schauen wir, ob das Ganze stimmt. Die Sonnenseite speichern. Die Homepage speichern, in den Browser wechseln und die Seite aktivieren. Home bin ich, jetzt gehe ich zur Sonne und das scheint da geklappt zu haben. Das bleibt jetzt so in diesem Ton. Das ist die Farbe, die wir eingestellt haben, die kann man natürlich beliebig anpassen. Ihr seht, jetzt klappt das wunderbar. Also, nach dieser Einführung möchte ich gerne folgende Aufgabe stellen. Ihr würdet diese Seiten hier ergänzen.
so dass das einfach weiter funktioniert. Der Benutzer soll wissen, ah, jetzt bin ich auf der Sonnenseite, jetzt bin ich auf der Planetenseite und hier oben kann ich beliebig zu den Unterseiten wechseln. Das ist unser Gerüst und das ist doch schon eine schön funktionierende Webseite, die auch funktioniert, wenn man da den Browser vergrößert oder verkleinert. So. Und wer das hat, würde die Seite ergänzen. Also natürlich passt hier Erde und Mond das Thema. Also ihr nehmt da Texte, die passen. Das muss nicht sehr viel sein. Und ich möchte gerne, dass ihr einige Bilder noch ergänzt. Und zwar sollen das Bilder sein, die in einer Tabelle sind. Nehmen wir doch vielleicht 3 Bilder nebeneinander. Und die Bilder sollen in einer Tabelle sein und die Tabelle soll versteckt sein. Du solltest wissen nach diesem Video, wie man eine Tabelle einfügt und den Rahmen versteckt.